Hallo, ja, mein Kühner, mit recht herzlichen Willkommen im Rosenkanal und zurück zu The Return to Pain. Wir sind ja jetzt mittlerweile bei Nacht 3 ungelungen. Und schauen wir mal, was uns so erwarten wird. Jo, also. Jo, jetzt pass auf. Was sagt er weiter? Was sagt er jetzt? Hey, Night 3. I told you you wouldn't have any problems. About that gift-giving animatronic that was torn apart. He has been acting a bit twitchy, so he might be able to move. But if he does, the mask should work on him too. There are also another gift-giving animatronic. Not just the puppet, but another cat named Kitty Fazcat. What? She likes to climb on things and is most likely to climb into the vents. So, just keep an eye out for a pink animatronic cat. Remember to keep the music box wound up and the power generated. Oh, hey, before I go, what? The first animatronic we had here was very, very glitchy and too scary. He should not move and will not move because he's been put in the storage basement as well. What? Yeah, he was was the very first type we ever had here. Generator! But, okay, but anyways, hang in there and I'll talk to you tomorrow. Und mit der Musicbox. Ich kann ja nichts tun. Er sagt immer mit dem Generator und Musicbox und hast du nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Ich habe da absolut, Leute, keinen Plan. Pink Pussycat oder was weiß ich, was jetzt noch da kommt. Aber in den Kameras gibt es ja nichts. Und hier kann man ja auch nichts tun. Eine pinke Miezekatze ist im Vent. Wo ist hier ein Vent? Foxy? Ah, alles Gute kommt von oben. Jetzt wissen wir, wo die Pussycat ist. Puppet? What the fool ist das crazy, Leute? Was zur Hölle, ja. Da machst du was mit, ja. Ja, ich sag ja, das Spiel, da kriegst du voll hier keine Verschnaufpause. Hola die Wolfe. Ready? Jesus Christ. Wir müssen mal nach rechts schauen, dass nach rechts noch keiner kommt. Aber dafür kommt der Pussycat von oben, ne? So crazy. Also das Spiel hat schon in sich, ne? Da muss ja schon auf den Zack sein. Jetzt bin ich doch voll auf die Rotzegrütze gekommen, Leute. Aber sowas von. Verstehst du? You shut up. Oh, halt's Maul her. Ich bin ja voll hier drauf gekommen, ne? Halt doch einfach mal die Fresse. Und ich finde hier keine Musikbox oder Generator oder sonst was. Du kurz wieder am Arsch kotzt, verstehst? Wieder 4 Minuten für den Arsch aufgenommen. Nur weil er den blöden Monitor ist und dann wieder. Oh, verkackt hier, ihr leckt mir doch um, Chappi hier. Meine Fresse, bin ich blöd. Könnte ein längerer Part geben. Jo. Bisschen rumpopeln hier, ne? Aber ich sag, wie gesagt, mit Flashlight und hast du nicht gesehen, ich hab keine Ahnung. Wir warten aufs Christkind, ne? Ich hatte einfach nur ein dummes Gebabbel, ne? Oder ein Gelaber.
haben. Jo. Uli ist im Griff noch. Meine Fresse, voll verkackt hier, verstehst? Aber Spaß macht's auf jeden Fall. Ne? So. Komm ich auf diese blöde Kamera-Scheiße aus, ey? Pussycat. Oh Mann, so viel Stress hier. Das ist nicht gut fürs Herz, weißt du? Oh, ich muss wieder beruhigen hier. Ich bin voll wieder hier. Out of order, weißt du? Foxy, die Banane. War der Chica eigentlich schon da? Weiß gar nicht. Ich habe den Chica noch gar nicht gesehen, oder doch? Übersehen? Freddy Wacker. Leute, ich habe voll keinen Plan mehr. Puppet. Okay, weiter her. Holy moly. Crazy. Ich soll nicht zu viel Blödsinn machen. Also wenn ich jetzt noch... Wenn ich nochmal verkacke. Dann ist aber rum mit lustig, ne? Habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, wie es euch gefällt? Ich hoffe doch. Wenn ich diesen Part aufnehme, ist nämlich gar nicht der erste Part noch nicht rausgekommen. Darum frage ich, ne? Und immer schön auf die Glocke schauen. Ob sie noch aktiviert ist. Wenn nicht, dann aktiviert sie. Activate the bell. Ich nehme schon 7,5 Minuten auf, Leute. Jo, stress mich nicht. Voll der Stressfaktor. Verstehst du? Auf 200%. Trust me. Voll Stressung. Holy moly. Kein blasser Dunst hier. Oh, shit. Foxy. 3 Uhr bloß nicht verkacke, Alter, Mann. So ein Schauder auf die Banane, ja. Da gibt... Dann gibt sowas von denen, wo es umsonst gilt, verstehst du? Aber die will keiner. Die gibt's umsonst. Man mag sie keiner. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich denke schon. Jo. Was soll ich sagen? Mir fällt bald nichts mehr ein. Ich hab Durst. Pussycat! Jo, jetzt. Total hier. Das ist ja. Da darfst du keine Sekunde hier das Ding aus dem Auge lassen. Und weh, du verkackst es, verstehst du? Da kannst du alles nochmal rüber. Hobbit! Das ist so crazy. Oh, 9,5 Minuten, das schaut sich doch kein Mensch an. Ich hab's doch vergangen. Ich hab's vergangen. Jo! Er geht mir jetzt so langsam auf den Sack, verstehst du? Aber langsam, aber sicher. Und immer noch 4 Uhr. Mal 5.
Ich nehme 10 Minuten auf. No. Die Net, nein, 8 ist einfach zu lang, verstehst du? Ich mag doch gerne. Wenn du einmal verreckst, dann bist du angeschissen. Benimm dich, oder? Ja. Ich versuch's. Ich probier's. Zumindest mal, ne? Wenigstens mal 5 Uhr. Sorry. Ich hab einen kleinen Frosch im Hals, ne? Der Happy Kadaver Day. Da wird man auch so langsam. Boah, da blickt es bald mit durch, ne? Und es macht es dann schwierig, ne? Vor allem die Konzentration lässt nach. Also bei mir. Ich bin halt auch im Alter, wo nicht mehr alles so funktioniert, ne? Muss man ja dazu sagen. Oh Mann. Meine Tage sind gezählt, ne? Leider. Leute. Yo. Strike! 11, fast 12 Minuten. We got it, we got it. Yeah! 12, es ist genau 12 Minuten. Leute, genau 12 Minuten. Das war Nacht 3 von The Return to Pain, Freunde. Nacht 4 wird es in einem weiteren Part geben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rotz-Kanal. Bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach das Köpfchen drücken, press the Hate-Button, subscribe mein Channel. In diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander, VTD, du bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss mit den Jungs, für die Jungs, eure lustigen Reden, das thank you and goodbye, good night, bye bye.